Hallo und herzlich willkommen im Internet. Ich meine natürlich in der auf der R3S Stage im RC3 im Internet. Der Talk wird jetzt sein Bildungsauftrag bei Freifunk, aber noch ein paar Sachen vorher. Wir haben die Herald News Show und dort könnt ihr Sachen einreichen und mit uns teilen, die ihr weiterverteilt haben wollt. Beispielsweise irgendwelche Veranstaltungen oder irgendwelche Community-Geschichten, einfach auf c3news.show gehen. Dann, es gibt im Pre-Talks die Möglichkeit, Feedback einzureichen für die Vortragenden. Ob der Talk gut war, wo sie Sachen besser machen können. Einfach im Pre-Talks rumklicken, ihr werdet das schon finden. Ich vertraue euch da. Dann wird dieser Talk selbstverständlich auch ins Englische übersetzt. This talk will be held in German. So if you want to hear it in English, it's been translated. You can select in your media player your language. Also, ebenso, wenn ihr Fragen habt an die Speaker hinten dran, dann könnt ihr die im IRC einreichen unter auf dem Hackint unter am Channel R3C oder R3S. Natürlich nehmen wir auch Fragen über Mastodon und Twitter an. Das Ganze unter dem Hashtag RC3 oder R3S. Selbstverständlich danke an die Übersetzerinnen, an die Signal Angels und die Untertitelleute. Dann leite ich mal die Vortragenden an. Einerseits ist das der Matthias, der ist bei vielen Freifunk-Communities aktiv. Düren, Rheinland, Aachen. Und wahrscheinlich noch drei verschiedene, noch drei weitere. Und Plaste, der ist hier im Freifunk Neanderland aktiv und im Würfrater Ideenräume e.V. Und es wird hier darum gehen, dass Freifunk einen Bildungsauftrag hat und wie man diesem Bildungsauftrag als Freifunk-Community gerecht werden kann. Gab es da auch einen Medienkompetenzpreis NRW 2021? Dazu werden die bestimmt uns auch ein paar Sachen erzählen. Vielen Dank und Applaus für die zwei Vortragenden. Ja, ich heiße Matthias Schmidt. Ich darf hier wieder vortragen. Ich bin bei Freifunk seit 2014. Mach mit Computern seit 1990, seit meinem 10. Lebensjahr irgendwas. Ja, und freue mich, heute hier auch was vortragen zu können. Hallo, mein Name ist Stefan. Ich bin Freifunker seit mittlerweile auch 6 Jahren. Bin im Vorstand von dem Freifunkverein in NRW. Freifunk im Neanderland heißt der Verein, das ist Kreis Mettmann. Und bin noch in einem weiteren Verein Beisitzer. Details dazu folgen gleich. Ich übergebe jetzt erstmal an Matthias, der den ersten Teil des Talks hält, und ich komme dann wieder in wenigen Minuten. Ja, wir fangen an erstmal mit ein bisschen Probleme, die es gibt, und wollen dann halt auch in unserem Vortrag dann zu Lösungsideen kommen. Ja, und erstmal die allgemeine Thematik, lebenslanges Lernen. Ja. So nach Schule und Universität ist da eigentlich jetzt der Fokus auch in dem Vortrag gelegt. Es ist halt ja so Universität und Schule, das ist schon für die Grundlage sehr gut, da auch digitale Themen auch mitzukriegen. Dennoch gibt es noch sehr viele Menschen, die über einen zweiten Bildungsweg oder ohne Studium und als praktizierende Leute im IT-Bereich Sachen machen. Was ich seit über 30 Jahren weiß, ist, dass es immer wieder neue Sachen zu lernen gibt. Und dann ist halt die Frage, inwiefern da auch die Möglichkeiten gibt. Einerseits Zeit zum Lernen und Zeit zum Lehren, also irgendwann auch mal wieder auch Wissen auch wieder weiterzugeben.
Das ist halt auch wenn die Leute berufstätig sind und viel im Alltag haben, da ist Zeit so ein ganz, ganz massives Problem, die es allgemein gibt. Dass man sich die Zeit auch erkämpfen muss, die zu bekommen. Ja. Dann auch ja, Dosierung, ob ein Lernziel erreichbar ist. Also bei mir ist das so, ich habe keinen universitären Background. Ich bin halt als praktizierender Mensch dann irgendwie in diesen ganzen Bereichen dann auch reingekommen. Aber da immer wieder irgendwie bei einem neuen Projekt, dass man vorher gar nicht so genau weiß, ob das überhaupt schaffbar ist, ob das realistisch zu erreichen ist. Teilweise aber auch so Sachen, gerade wird dann oft gesagt, dass man dann viel lesen und nachdenken soll. Das ist natürlich, wenn die Tutorials gut sind, ist das einfacher. Manche Fachbücher, die versteht man ad hoc vielleicht erstmal gar nicht oder erst Jahre später. Oder man hat dann irgendwie andere Bücher, die dann wieder besser sind. Ja, dann gibt's halt auch Grenzen des Lernens. Ne? Also die Welt ist so komplex, die universell gebildeten ITler, die gibt es bald so gar nicht mehr. Es gibt so viele Sachen, wo Spezialisierung Thema ist. Und naja, vielleicht auch eine Komplexität, wo viele Leute auch mittlerweile vielleicht sogar auch Angst haben, da sich reinzuwagen. Aber ja, dass man da aber trotzdem mutig sein sollte, immer mal wieder auch mal neue Sachen ausprobieren. Ja, ein Problem, was jetzt in den letzten Tagen durch eine Sicherheitslücke, die um die Welt ging, halt zu sehen war, wenn Spezialwissen bei wenigen Menschen oder bei Einzelpersonen sind. Jetzt hatten wir hier eine Sicherheitslücke gehabt, wo dann ein Mensch im Wesentlichen die Software ja, betreut hat und dann aber Open Source irgendwie weltweit in zig großen Produkten mit drin und dann ist da eine Sicherheitslücke und dann ist irgendwie die halbe Welt auf einmal angreifbar. Und da zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Wissen nicht bei einzelnen Menschen ist, sondern dass Teams existieren und auch Konzepte, dass Wissen weitergegeben wird. So, bei Freifunk ist das dann halt erstmal so dieses Grundlegende, erstmal einen barrierenfreien Zugang, dass Leute erstmal überhaupt Internet nutzen können, um dann halt auch Bildungsangebote und so weiter nutzen zu können. Da ist natürlich dann erstmal überhaupt das überhaupt so, dass man überhaupt Internet nutzen kann. So, dann halt diese verschiedenen Ebenen, wie der erste Ansatzpunkt ist, dass Leute an einem Nachmittag gezeigt bekommen, wie man einen Freifunkrouter einrichtet, wie der geflecht wird, eingerichtet wird. Das ist dann so eine Sache, da kann man viele Leute so an einem Nachmittagkurs oder so an einem Abend mitnehmen und das können ja auch mittlerweile auch sehr viele. Naja, und wenn dann es dann, wenn wir unterwegs sind, dann nutzen wir auch immer die Gelegenheit zu gucken, ob Leute noch mehr Interesse haben, weil wenn wir Wissen weitergeben, dann ist das eine Entlastung für uns alle im Ehrenamt. Und das weitere Wissen ist dann zum Beispiel Netzwerke, aber auch Antennenausrichtung. Antennen sind nicht nur einfach zur Dekoration da, sondern da kann man auch, das muss dann nicht ein langer Vortrag sein, aber man kann da auch mit ein paar Sätzen auch erklären, so die grundlegenden Sachen, wie Antennen ausgerichtet werden, um dann den Empfang zu optimieren und so weiter. Und da kann man dann halt auch so auch wieder Leute gut mitnehmen in der digitalen Bildung und in der Bildung von Technologie. Ja, dann ist es auch so, Freifunk, dass die Leute, die Freifunk machen, die machen meistens auch noch viele andere Sachen. Ne, da haben wir zum Beispiel die ganzen so Freifunk München mit diesem großen Jitsi-Cluster, dass dann halt Dienste auch im Freifunknetz und im Internet verfügbar werden. Ne, die Leute, die damals auch die Krypto-Partys gemacht haben und heute vielleicht noch machen, die sind teilweise auch Freifunk-Leute. Ja, die Leute halt vor Ort, die auch andere Projekte und Dienste ja, nutzen, einrichten und auch zeigen, wie Leute sowas selber betreiben können. Ja, und
wenn man da ein bisschen Zeit mitnimmt, dass man dann, was dann schon eine etwas größere Sache ist, wenn man dann sagen würde, bei Freifunk den ersten Supernode aufsetzen. Da gibt es sicherlich auch zahlreiche Tutorials, wobei da auch mal ein bisschen zu gucken ist, dass man vielleicht auch mal, dass wir mal das Internet ein bisschen aufräumen und Tutorials, die obsolet sind, vielleicht auch deutlicher kennzeichnen oder sogar rausnehmen und dass da dann auch immer nach Möglichkeit der aktuelle Stand dann verfügbar ist. Ne? Ja, das ist dann schon eine Sache, muss man schon ein bisschen mehr Zeit haben. Das ist dann schon etwas spezieller, aber nicht zur Strafe, nur zur Übung. Vor allen Dingen, wenn wir dezentrale Netze wollen, dann sollten Leute sich die Zeit nehmen, das Wissen weiterzugeben und auch Leute probieren, das Wissen anzunehmen. So, ich selber bin an einen etwas spezielleren Punkt bei Freifunk mittlerweile angekommen. Das ist natürlich jetzt ein Kernbereich, wo es sehr speziell wird. Ne? Freifunk ist ja, da ist ja die Idee, Bürgernetze und dass Menschen vor Ort halt das alles so machen. Irgendwo muss ja dann dieses Freifunk dann auch ans Internet angeschlossen werden und dann halt so diese Schritte erstmal, wie man Provider werden kann als ortsansässiger Verein. Ich hatte vor 2 Jahren auch mal berichtet, wie das bei der Bundesnetzagentur geht, dass das eine reine Deklaration ist. Dann hat man erstmal so per se erstmal den Status, dass man, ja, dass der Verein, dass Leute Daten durchleiten. Das ist dann ein etwas bürokratischer Akt, den man aber sicherlich auch noch vermitteln kann. So, wenn wir dann jetzt so Supernodes bei Freifunk haben, die müssen natürlich irgendwo dann auch ans Internet raus. Der Freifunk Rheinland und mittlerweile auch ein paar andere Freifunkvereine, die betreiben mittlerweile eigene autonome Systeme. Ja, das ist jetzt ein Spezialbegriff, aber jeder Provider, also jeder Mensch, der zu Hause irgendwie Internet hat und da bei einer Firma ist, das sind alles dann halt Provider und die haben halt in der Regel alle auch ein sogenanntes AS, eine ASN, eine autonome Systemnummer. Das ist dann von der zentralen Vergabestelle, dass sie dann IP-Adressen haben und ja, dass man dann da ein Stückchen Internet bekommt, was man den Leuten verteilen kann. Ja, dann BGP, das Protokoll, wo die Provider sich untereinander mit verbinden. Da kommen aber schon ganz spezielle Probleme. Ich habe da mal geguckt, was es an Büchern gibt, wenn man dann irgendwie bei diversen Internetseiten BGP eingibt, dann sieht man erstmal, wie wenig Bücher es dazu gibt. Und dann auch oft, dass das dann mit irgendwelchen mit irgendwelchen Produkten verbunden ist. Bei BGP muss man auch wissen, das ist eine Sache, das kann man nicht mehr einfach so ausprobieren. Das ist dann schon etwas, wenn man da sich ans Internet klemmt, das muss funktionieren. Also da sollten grobe Fehler schon von Anfang an nicht sein. Dann wenig Leute, die das machen und auch Zeit haben, das Wissen zu vermitteln. Da wird sicherlich wichtig sein, aber ich sehe es trotzdem wichtig an für kleine dezentrale Provider und Vereine vor Ort, dass auch dieses Wissen nach und nach demokratisiert wird und verfügbar wird. Nur wenn man dann an das Internet sich anklemmt, ne, das ist dann irgendwann auch Zugang in Rechenzentren. Da muss man halt wissen, dass das auch eine Vertrauenssache ist, wenn man da irgendwie in so einen Verteilerknotenpunkt geht, wo die großen und kleinen Provider alle sich miteinander anstöpseln, dass dann nicht einfach irgendwie Leute, die vorgestern gelernt haben, einen Freifunkrouter zu flächen, dann da reinspazieren und dann mal ihren Server anschließen und die sich mit den anderen Providern verbinden, dass das ein sehr langer Weg ist. Es sind meines Erachtens wenige Leute, die das Wissen dazu haben oder auch die Zeit haben. Der Appell wäre schon, dass da mehr passiert und vor allen Dingen, dass wir auch zu Dokumentationen kommen, die dann die Vorarbeit des Lernens möglich machen und dann aber auch, weil Fragen immer auftreten können, dass man dann auch Leute zum Ansprechen hat. So, dann kommen wir zu dem Teil von Plaste, der aber hier auch diverse Lösungsansätze hat, Ideen wie der Bildungsauftrag von Freifunk, der meines Erachtens gegeben ist, gemacht werden kann.
Danke, Matthias. So, Matthias hat gerade einen sehr technischen Teil erwähnt und ein sehr spezielles Wissen gefordert. Ich würde einmal noch mal einen Schritt zurück machen und einmal schauen, wo stehen wir denn mit Freifunk, mit den Freifunk-Communities. Wir haben in Deutschland gibt es circa in 400 Städten Freifunk-Communities. Das schlägt sich etwa nieder auf 150 bis 200 Vereine bzw. lokale Initiativen. Ganz genaue Zahlen existieren nicht. Die Daten, die ich jetzt hier stehen, stammen aus der Freifunk-API. Je nachdem der Sichtweise sind es halt doppelte Vereine oder Vereine, die in überregional aktiv sind, können in der API nicht abgebildet werden. Das ist aber ein anderes Thema. Wir rechnen hier etwa so mit um die 150 bis 200 Initiativen, wo auch Leute dahinter stecken. Viele davon sind an Hackspaces oder Chaos-Treffs angeschlossen. Stand gestern auf der Website des Chaos Computer Clubs werden etwa so 60 Chaos-Treffs genannt. Das heißt, Freifunk ist, wenn man sich die reinen Zahlen anschaut, in der Fläche deutlich mehr verbreitet als so lokale Chaos-Treffs oder Chaos-Erfahrkreise. Fast 200 verschiedenen Vereine erfinden natürlich alle nicht das Rad neu, aber sie machen es anders. Keiner der Vereine macht es identisch. Man hat daher auch, findet in der Praxis, sehr viele verschiedene Ausprägungen von Freifunk vor. Das fängt davon an, dass man ein freies, dezentrales Mesh-Netzwerk hat, was auch keinen Internetanschluss hat und wo die Router nur miteinander sprechen und kann dazu führen, auch bis dahin, dass man irgendwie als Freifunkverein Internet Service Provider wird und so Hotspot-Funk betreibt, in Anführungsstrichen, um Menschen Zugang zum Internet zu geben und am digitalen Leben teilhaben zu lassen. Stichwort digitale Teilhabe. Die Bandbreite ist da sehr groß. Die meisten Freifunk-Initiativen werden wahrscheinlich irgendwas zwischendrin machen, dass es kein Schwarz und Weiß gibt, aber nur um das einmal auf der Landkarte zu verorten. Das ist eines meiner Lieblingsbilder, was in den letzten Jahren entstanden ist. Wir haben das 2018 in einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Was hat das mit dem Bildungsauftrag von Freifunk zu tun? Ja, man sieht hier eine Richtfunkantenne, die über die Bahngleise eine Geflüchtetenunterkunft versorgt. Die Richtfunkantenne ist mehr oder weniger professionell an den Baum angebracht. Der Baum hat leider die letzten Jahre der Trockenheit nicht überlebt. Also die Richtfunkantenne in der Form gibt es nicht mehr. Sie ist jetzt auf einem benachbarten Ahornbaum, tut aber das Gleiche. Ja, aber zurück zum Bildungsauftrag. Dieses Bild zeigt sehr deutlich, okay, man muss selbst im bevölkerungsreichsten Bundesland in Deutschland, mitten in Europa, irgendwie in einer Großstadt noch Richtfunkantennen bauen und Richtfunkstrecken bauen, um Unterkünfte für Menschen, die keinen Zugang zu dem Internet haben, mit Internet zu versorgen. Während der Corona-Pandemie wurde die Versorgung mit Internet für die meisten sehr, sehr essentiell. Ende letzten Jahres, also Ende 2020, kamen dann auch die Behörden auf uns zu und haben gefragt, hey, könnt ihr jetzt nicht noch mehr Freifunk in geflüchteten Unterkünften ausbauen, weil auf einmal finden die Sprachkurse online statt. Hat den Hintergrund, dass die Sprachkurse Ende letzten Jahres dann auch online abgerechnet werden konnten. Vorher wurden sie einfach nicht gemacht, weil es keine Abrechnung hatte. Aber dieses Bild zeigt, dass Infrastruktur auch als ein digitaler Tropfen Wasser zu sehen ist und auch schon einfach die Schaffung des Zugangs zu Internet und zu digitalen Kommunikationsnetzen ein Zugang zur Bildung bedeutet, wo Freifunk auch dem Bildungsauftrag gerecht werden kann. Dazu gehören Online-Sprachkurse, dazu können aber auch ganz normal barrierefreie Zugänge zu WLANs und Internet sein, wie es in einigen Städten in NRW in den Freifunknetzen ist, gerade in Hotspots, wo viele Blinde unterwegs sind, die kein Passwort eingeben können, ist so ein niederschwelliger Zugang in nicht passwortgeschütztes WLAN einfach essentiell. Es gibt am Mittwoch auf der gleichen Bühne, ich glaube etwa um die gleiche Zeit, auch einen Talk, wo es um digitale Teilhabe geht, wo darüber berichtet wird, wie Freifunk in Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung einen Mehrwert bietet. Genau, aber kurzum, digitale Teilhabe ermöglicht eine Partizipation am gesellschaftlichen Leben und ermöglicht auch die Bildung und bringt Leute weiter. Und an der Stelle erfüllt Freifunk auch einen Bildungsauftrag.
einfach indem wir die Infrastruktur bereitstellen. Es ist die, um den Kontrast zu bilden vor dem, was Matthias vorher gesagt hat, es ist irgendwie, ja, reden wir, wenn wir über den Bildungsauftrag von Freifunk diskutieren, über die ehrenamtliche Weitergabe von Spezialwissen, um ein paar mehr Netzwerkadministratoren in der speziellen Ecke des Internets auszubilden, oder reden wir davon, IT-Grundlagen und Medienkompetenzen zu schulen und zu fördern und weiterzugeben? Weil alle, die hier Freifunk tun und die sich in dem Umfeld, auch im Chaos-Dunstkreis bewegen, sind typischerweise sehr IT-affin, und für die gibt es sehr viele, die Grundlagen beherrscht von uns jeder. Genau. In NRW gibt es noch die Besonderheit, dass es etwa seit 2015 eine Freifunkförderung gibt. Das ist ein spezieller Fördertopf, der nur von Freifunkvereinen abgerufen werden kann. Die Förderung erfolgt durch das Referat für der digitalen Gesellschaft und Medienkompetenz der Staatskanzlei NRW und wurde auch in den letzten Jahren und wird auch noch jedes Jahr von vielen Freifunkvereinen genutzt. Es ist immer so ein Zwischending, so einen Förderantrag abzuwickeln, erfordert auch auf Seiten der Vereine eher einen gewissen administrativen Overhead, aber die Staatskanzlei unterstützt da sehr viel dabei, und an der Stelle sei auch nochmal ein Dank an die Staatskanzlei gerichtet für die Unterstützung. Gefördert wird in dem Fördertopf einmal hauptsächlich die Vermittlung von Medien- und Technikkompetenzen. Das ist ein Ziel der Förderung. Die Erprobung und Erforschung freier Bürgernetze sowie die bürgerliches Engagement in im digitalen Umfeld experimentell voranzubringen, neuartige Sachen zu entwickeln, das auch im Kontext von offener, dezentraler, nicht kommerziellen Bürgerdatennetzen. Wenn man jetzt von dem Bildungsauftrag von Freifunk diskutiert, hatten wir vorher gesagt, dass es auch überall verschiedene Vereine gibt, die sich damit auseinandersetzen. Natürlich, die Vereine, Freifunkvereine sind jetzt dankenswerterweise seit Anfang des Jahres auch als gemeinnützig anerkannt für den Freifunkbetrieb. Aber die Satzung der Vereine geben natürlich auch einen Rahmen, wie die Vereine agieren können und wie sie ihren Bildungsauftrag erfüllen können. Typischerweise, wenn ein Verein gemeinnützig ist, gibt das seine Satzung her. Von dem Verein Freifunk Neanderland, wo ich auch aktiv bin, ist hier der Auszug einmal, was wir in der Satzung stehen haben. Wir haben zum Beispiel drin der Zugang zur Informationstechnologie für benachteiligte Menschen und Geflüchtete steht explizit drin, und die Förderung von kulturellen, technologischen, sozialen, Bildungs-, Umwelt- und Forschungsprojekten, sowie die Veranstaltung regionaler, nationaler und internationaler Kongresse und die Bildung im Bereich moderner Kommunikationsnetze und Informationstechnologie. Das heißt, satzungsgemäß sind wir zumindest als Verein auch schon so aufgestellt, dass wir Bildung als eine Aufgabe von unserem Verein sehen. Genau. In den letzten beiden Jahren während der Pandemie hatten wir uns auch sehr viel in Projekten damit auseinandergesetzt, das Wissen, was wir haben, weiterzugeben. Und wir haben viele Projekte auch im Bildungsbereich abgewickelt. Hier seht ihr einmal eine Übersicht. Ein Projekt, was uns hauptsächlich auch beschäftigt hat, ist das Projekt Wülfrater Ideenräume. Das ist ein Projekt, in dem wir in den letzten zwei Jahren während der Pandemie einen Makerspace aus dem Boden hochgezogen haben. Viele Freifunk-Communities sind Makerspaces angeschlossen und existieren in deren Dunstkreis. Wir hatten jetzt keinen eigenen Makerspace, also haben wir einen selbst gemacht. Im Rahmen des Projektes sind andere Initiativen auch auf uns zugekommen. Im Dunstkreis wurden auch viele verschiedene Leute aktiv. An der Stelle sei auch genannt, dass wir da zum Beispiel mit unserem Verein auch Hey Alter unterstützen. Hey Alter ist eine Initiative, die gebrauchte Laptops für Schülerinnen und Schüler und für junge Leute einsammelt und die dann auch weiterverteilt, ein freies Betriebssystem drauf spielt und die dann verschenkt. Das ergibt sich dann auch mit Synergien mit dem, was Freifunk macht, indem wir den Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben, dann auch gleichzeitig noch einen Freifunkrouter in die Hand drücken und uns darum kümmern, dass wir bei den Nachbarn oder irgendwo in ihrem Umfeld ein Internet Uplink als Spende finden und ihnen dann auch gleich noch Zugang zum Internet via Freifunk geben. Laptops von Herr Alter sind beispielsweise auch jetzt im letzten Jahr in Geflüchtetenunterkünfte gewandert oder an die Kinder- und Jugendhilfe, was alles irgendwie noch mit einem medialen Rahmen begleitet ist, wo wir
die Leute dann auch unterstützen und die Empfänger. Genau. Ein weiteres Projekt, was wir da tun, ist, wir ziehen ein LoRaWAN-Netzwerk hoch, was dann auch gerade in MINT-Fächern gerade recht attraktiv ist, weil man anfängt, Umweltdaten zu erfassen. Und hier haben wir auch Partnerschaften mit Schulen, die wir da unterstützen. Weiteres Projekt von unserem Verein ist auch die Remote Rhine-Ruhr Stage, wo ich gerade stehe. Als Verein haben wir die Initiative hinter dieser Stage. Und es ist auch ein Bildungsauftrag, was wir hier tun, das Wissen in das Internet zu streamen und für Ewigkeiten im Internet verfügbar zu machen. Genau. Ganz neben den Projekten ist natürlich auch noch der Betrieb und der Ausbau von Freifunkinfrastruktur und verschiedenen Diensten eine der Aufgaben und Projekte, die dauerhaft laufen. Und zusammen mit dem Chaos-Pod in Essen sind wir auch mit Chaos macht Schule unterwegs und vermitteln Medienkompetenz-Workshops. Genau. In den folgenden Slides werde ich etwas einmal auf das Projekt Wülfrather Ideenräume eingehen, weil es, glaube ich, sehr gut zeigt, wo man steht, wir als Freifunker stehen, aus einer Nerd-Perspektive schauend, gucken und wo Menschen stehen, die außerhalb unseres Dunstkreises sind und vielleicht nicht ganz so affin sind mit IT. Genau. Die Idee Wülfrather Ideenräume. Wülfrath ist eine kleine Stadt zwischen dem Ruhrgebiet, Wuppertal und Düsseldorf, 20 Kilometer von Düsseldorf etwa entfernt. Sie hat so um die 20.000 Einwohner, bezeichnet sich selbst als nordrhein-westfälische Provinz. Ich würde es eher so sehen, Provinz ist etwas, was etwas weiter weg ist und nicht irgendwie 20 Kilometer Umkreis einer der größten Ballungsregionen Europas. Ist aber, das ist eine andere Geschichte. In dem Ort hat sich eine ehrenamtliche Initiative gegründet, die ein leerstehendes Haus in der Innenstadt von der ehemaligen VHS wiederbeleben möchte, um dort ein Ort für Begegnung, Kultur, Vernetzung von den lokalen Vereinen, von den Sportvereinen, Theatervereinen etc. Zu bilden und auch einen Raum zu haben, wo sie wo sie Theaterstücke aufführen können etc. Genau, also ein Haus von Vereinen für Vereine. Anfang 2020, noch vor der ersten Corona-Welle, gab es Treffen. Als Freifunker sind wir dahin und haben gesagt, okay, wenn es so ein Haus gibt, wo es viele Vereine zusammenkommen, macht es da Sinn, dass die auch Freifunk haben, weil die werden irgendwo Internet benötigen. Die Idee kam bei den Präsenztreffen auch alles gut an, doch dann kam Corona und die erste Welle erforderte dann auf einmal, okay, digitale Infrastruktur, um zusammenzuarbeiten, um das Projekt weiter voranzubringen. Also sind wir als Verein hingegangen, haben ihnen eine Online-Plattform zur Kollaboration aufgesetzt auf Basis von Nextcloud. Wir haben irgendwie Mail-Server noch konfiguriert, die schon am Laufen waren, und Mailinglisten, haben auch noch ein Ticketsystem für die Initiative aufgesetzt und mitbetrieben, um den Menschen Zugang zu geben und Infrastruktur zu bieten, wo sie ihr Projekt weiter vorantreiben können. Insbesondere Mailinglisten und das Ticketsystem sind ein sehr spezielles Thema, weil es für uns in der Freifunk- oder IT-affinen Welt ist es was, mit dem wir täglich arbeiten. Ich habe es bis heute noch nicht geschafft, einigen Mitgliedern der Initiative und des Vereins nachhaltig zu erklären, wie das Ticketsystem funktioniert und wie man damit arbeitet. Genau. Das heißt, man konfrontiert auf einmal Menschen mit IT-Diensten, die noch nichts damit zu tun hatten und auch nicht wissen, wie es funktioniert. Das heißt, die nächste Aufgabe war nach dem Aufbau der Infrastruktur einmal zu sagen, okay, wir müssen einmal das Grundwissen vermitteln. Wie funktioniert übrigens die Tools selbst? Wie funktioniert Online-Kollaboration und wie arbeitet man miteinander? Das ist für alle, die in der IT-Welt kommen, irgendwie seit 15 Jahren, gefühlt 20 Jahren, eine Selbstverständlichkeit. Das war dann der Sommer 2020 und im November, zum Höhepunkt der zweiten Corona-Welle, war es damals 2020, hatten wir es dann geschafft, online via Jitsi den Verein zu gründen und anschließend das VHS-Haus zu sanieren. Für die Vermittlung der Medienkompetenz, wie man online zusammenarbeitet, wie man online einen Verein gründet, wie man das während Corona hinbekommt, gab es dann Anfang 2021 den Medienkompetenzpreis des Landes NRW
weil das Engagement, was wir hatten, irgendwie Wissensvermittlung in die Breite zu bringen, wurde gewürdigt. Wir haben es hingekriegt, eine Online-Vereinsgründung hinzubekommen und dem Ganzen noch als Gesamtprojekt ja einen Rahmen zu geben, weil auch viele Vereine zusammengekommen sind. Wenn man jetzt dafür denkt, also der Preis ist super angekommen, ist alles, aber wenn man aus IT-Perspektive dazu kommt, es gibt vom größten Bundesland in Deutschland den Medienkompetenzpreis dafür, dass man irgendwie wenigen Verein und Menschen beibringt, okay, so funktioniert ein Nextcloud, so funktioniert eine Mailingliste, so funktioniert ein Ticketsystem, dann ist das etwas, was eine sehr low-hanging fruit ist und wo man auch sagen muss, liebes Chaos-Umfeld, liebe Freifunker, setzt euch mehr mit lokalen Vereinen auseinander und gebt euer Wissen weiter, weil es wird da draußen gebraucht. Genau. Neben der Vermittlung des Wissens hatten wir bei den Würfreiter Ideenräumen auch noch was anderes gemacht. Und zwar, der Würfreiter Ideenräume ist ein Haus in der Innenstadt, was ursprünglich geplant war, 1 bis 2 Etagen zu nutzen und das für die Vereine bereitzustellen. Das Haus hat 4 Etagen plus Keller. Und wir als Freifunker sind dann noch hingegangen und haben gesagt, okay, wir haben kein Makerspace, lass uns doch Makerspace machen. Dafür gab es dann noch über die Freifunkförderung, haben wir noch einen Förderantrag gestellt und haben noch einen Makerspace zusammen hochgezogen, geplant, realisiert. Genau, der Makerspace heißt Ideenwerk. Er ist in Kooperation auch und Inspiration mit dem Machwerk in Hennef entstanden. Vielen Dank dafür auch nochmal mit dem Austausch. Der Makerspace sucht aktuell noch viele Mitglieder, weil es echt herausfordernd, neue Menschen zu begeistern für, während der Pandemie für etwas, was physische Präsenz erfordert. Genau. Wir haben dort auch eine sehr gute Ausstattung, hatten jetzt auch ein Event in 2021 gemacht zum Maustag. Vom Lasercutter über 3D-Drucker, Beamer, iPads, ist es alles da und es ist schon darauf ausgerichtet, auch zukünftig Medienkompetenz-Workshops zu machen, sei es im Rahmen von Chaos macht Schule, sei es Jugendtakt. Es gibt im Chaos-Umfeld genug Bausteine, die man sich nehmen kann, die man einfach zusammenstecken kann, um da weiter voranzuarbeiten. Seien es so kleine Lötworkshops, um Kindern, Jugendlichen beizubringen, wie man mit den Lötkolben umgeht, wie Elektronik funktioniert. Auch der Hai war damals bei dem Maustag dabei, den der WDR veranstaltet hat, in einem Workshop. Ja. Das heißt, der Bildungsauftrag von Freifunk ist eigentlich so, da wir als Freifunker sehr viel in der Fläche sind, sollte man vielleicht die Freifunker auch als eine Art digitaler Ortsverschönerungsverein sehen. Den Begriff hatte damals die Freien Netzwerke auch in Hennef geprägt, oder zumindest ist er mir das erste Mal dort aufgefallen. Weil wir sind die lokalen Digitalisierungsexperten, wir sind irgendwie affiner als wahrscheinlich der Großteil der Bevölkerung und sollten unser Wissen an dieser Stelle teilen. Auch die Bereitstellung und der Betrieb von digitaler Infrastruktur für Vereine und nicht kommerzielle Organisationen geht etwas über den Freifunkgedanken raus, einfach nur ein Netz bereitzustellen, aber diese Infrastruktur wird benötigt, weil viele andere Vereine wissen es nicht und wissen auch nicht, damit umzugehen. Ja. Das wäre es von meiner Seite. Gibt es Fragen? So. Soweit ich das gerade sehe, gibt es noch. Es gibt eine Frage, aber ich möchte mal anleiten mit einer Frage, die ich persönlich habe. Ich bin auch aktiv im Freifunk in Karlsruhe. Was ist denn so eine Sache, wo ihr euch gewünscht habt, dass mehr Leute das Wissen haben? Also jeder kennt diese Geschichte vom, man ist die einzige Person, die irgendetwas machen kann und gerade brennt und eigentlich hat man keine Zeit dafür, aber man macht es halt trotzdem, weil man macht es auch gerne. Was ist denn da so eine Geschichte, die ihr da so mitbringen könnt? Matthias, bitte. Eine? Das passiert immer wieder. Also weiß nicht, das ist, ob das im Privaten ist, dass irgendwo irgendwie eine Diplomarbeit ausgedruckt werden muss oder jetzt irgendwie Server gepatcht werden müssen.
das, die ganze Bandbreite, also alles, überall, wo digitales Zeug benutzt wird, kann auch immer mal was passieren, dass Leute mit Schweißausbrüchen stehen, weil es nicht läuft und so kenne ich das eigentlich seit 30 Jahren. Ja, ich glaube, die Community kann da nichts, jeder in der Community kann da so eine Geschichte von erzählen. Wir haben aktuell eine Frage, und zwar, wie passen denn die beiden Bildungsaufträge, die ihr gerade erklärt habt, zusammen? Wie würdet ihr die zusammenführen? Man braucht am Ende des Tages beides. Es ist, wenn man sich breiter gesellschaftlich aufstellen möchte, muss man das IT-Grundlagenwissen, die Medienkompetenzen einfach vermitteln. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen Freifunknetze betreiben, freie, offene Infrastruktur betreiben, dann benötigt man auch das Spezialwissen, was Matthias genannt hat. Nur man muss irgendwie einen Einstieg finden und alle Vereine, die Freifunkvereine, ich glaube, wir als Freifunkverein bei uns, wir haben auch irgendwie Nachwuchsprobleme, weil es findet sich keiner irgendwie, der sich dafür interessiert oder sehr, sehr wenige. Und die dann an Bord zu bekommen und dann gleich mit BGP-Routing anzufangen etc., das ist irgendwie ein Schritt zu viel. Man muss irgendwo niedrig anfangen und niederschwellige Angebote finden. Und eine Motivation hinter dem Makerspace war auch Nachwuchsförderung, um Wissen breiter in die Masse zu kriegen. Und vielleicht findet man da 20 Interessierte und davon bleibt am Ende des Tages einer über, der sich langfristig mit engagiert. Das baut aufeinander auf. Ne? Also wie schon gesagt, das wird beides benötigt. Und was man halt klar sein muss, um dann irgendwie manche Sachen, das kann Jahre, viele Jahre dauern, bis man da hinkommt. Aber dass man niederschwellig anfängt und eigentlich bei den jungen Leuten auch schon von klein auf, dass das eigentlich in der gänzlichen Breite passieren sollte, um dann später dann halt dann die ganzen, das dann so in den ganzen Bereichen dann, dass dann einzelne spezielle Leute dann werden. So, ne? Ja, also es ist auch an die Jungs und Mädels da draußen, die vielleicht so überlegt haben, ich könnte mir das angucken, aber ich weiß nicht recht, meldet euch einfach. Also das ist auch das, was ich einfach auch aus unserer Erfahrung berichten kann. Meldet euch einfach, geht hin und im schlimmsten Fall erfahrt ihr deutlich mehr über irgendetwas, was ihr jemals wissen wolltet. Ah, es ist jetzt doch auch noch eine zweite Frage reingekommen. Sind die Vereine denn überhaupt glücklich, ihre Homepage und ihre Tools nicht bei 1&1 und Co. zu klicken? Jein. Sie sind erstmal glücklich darüber in dem ersten Schritt, dass sie jemanden haben, der sich dem Thema annimmt. Weil die meisten Vereine wollen mit dem Digitalen nichts zu tun haben und vielleicht haben sie irgendwo in der Ecke oder ganz hinten in ihrem Mitgliederschubfach jemanden liegen, der die Webpage oder den Mailserver bei 1&1 seit irgendwie 20 Jahren maintained und dann irgendwie feststellt, oh, der ist jetzt nicht mehr Mitglied, was machen wir denn damit? Also da muss ein professionellerer Ansatz ran und den meisten Vereinsmitgliedern, muss man ganz ehrlich sagen, und meisten Vereinen, die wissen nicht, ob sie jetzt bei 1&1, bei Google oder auf selbst gehosteter Infrastruktur fahren, dann ist das ein Mehrwert, den man sukzessive dann vermitteln kann. Hey, ihr habt eure eigenen Sachen, habt ihr jetzt gesehen, irgendwie Amazon war down, ja, wir nicht oder ähnliches. Es ist ein Mehrwert und es gibt einem auch deutlich mehr Flexibilität am Ende des Tages. Aber das ist so ein Service, wir lassen es gerade unterschwellig im Hintergrund mitlaufen, dass das so ist und ich hoffe, dass wir jetzt in nächster Zeit das mitvermitteln können. Ja. Dann gibt es noch eine, ich denke, die Beantwortung ist sehr kurz, eine Frage, gibt es auch Angebote für ältere Nicht-Jugendliche oder Kinder? Ja, klar. Lebenslanges Lernen. Ne? Also ich bin seit 1990 mit 10 Jahren dann irgendwie mit dem Commodore angefangen und irgendwie baut das aufeinander auf. Zeiten ändern sich auch seitdem, aber lebenslanges Lernen, also zu empfehlen. Also dann irgendwie zu sagen, ich habe jetzt irgendwie das Studium abgeschlossen und das war's und jetzt bis zur Rente, das gerade im Digitalen wird das nicht funktionieren. Ne? Und wenn, okay, ist natürlich, man weiß nicht, wie man mit 90 Jahren drauf ist, aber ich fände es mit 90 Jahren schon ganz cool, irgendwie dann doch noch souverän über meine Daten verfügen zu können und zu wissen, wo die so sind. Ne? Also das wäre schon gut. Genau, also auch von meiner Seite die Frage, ist es eher die Herausforderung, Angebote für Kinder und Jugendliche zu machen, weil wir sind alle irgendwo berufstätig und typischerweise in der Zeit, wenn Kinder und Jugendliche ein Angebot konsumieren würden,
ist irgendwie ein Arbeitgeber oder eine andere Tätigkeit notwendig. Und die meisten Angebote, ähnlich wie es bei Chaos-Treffs ist, die regelmäßig einmal wöchentlich oder einmal im Monat einen offenen Abend anbieten oder sowas, das sind ja genau die Angebote, wo man auch als Erwachsener hingehen kann. Irgendwie, weiß ich nicht, unter der Woche ab 20 Uhr oder ähnliches. Und da werden wir auch Angebote anbieten werden in dem Makerspace bei uns. Und ich denke auch, als Erwachsener hat man auch eher noch die Möglichkeit, sich in irgendwelche IRC-Channels oder Matrix-Channels oder irgendwelche Jitsi-Sessions oder was egal was zu verirren und dann dort mit den Leuten in Kontakt zu treten. Also ich würde sagen, Alter ist da eher kein Faktor. Bei IRC wirst du schon wieder 90% verloren haben, aber ja. Ja, ich habe es mal der Vollständigkeit halber erwähnt. Gut, und dann noch eine weitere Frage. Was macht man, wenn sich für eine bestimmte Aufgabe niemand findet, der die nötigen Kompetenzen hat? Wenn man sie dringend braucht, macht man es selbst oder man sitzt es halt so lange aus, bis es gar nicht mehr auszuhalten ist. Das ist und hofft, dass sich jemand findet. Vielleicht auch da schon, das ist dann vielleicht schon in dem Moment dann schon fast schon wieder zu spät für diesen einen Moment. Aber dann sich für die Zukunft irgendwie zu gucken, sich umzuschauen, das kann im Chaos-Umfeld sein, aber auch bei den digitalen Ortsverschönerungsvereinen und dass man Leute kennt. Also die Zeiten, wo im IT-Bereich Leute Universalwissen hatten, die sind vorbei. Und deswegen ist eigentlich dann eigentlich das, wo das Internet ja eigentlich auch die Chance hat, dann eben die Vernetzung zu haben, dass dann halt Leute gefunden werden. Ne? Und deswegen ist das nicht nur einfach nur Medienkompetenz, das ist auch eine soziale Komponente, irgendwie das Netz so zu nutzen, um dann halt zu den Problemen was zu finden. Ich meine, ich selber, ich habe es ja auch eben angesprochen, Bücher können in der Sprache sein, dann versteht man das sofort oder ist irgendwie verfasst, dass man es gar nicht versteht und dann muss man dann halt irgendwie dann so sich dann halt, wenn man dann viele Leute kennen würde, dann hat man dann eine größere Chance, dann auch Passendes zu finden. Das ist auch diese Stufen des Lernens. Das sind ja immer so Ebenen. Man weiß vorher nicht, ob man das überhaupt noch vom Geist geschafft bekommt. Aber zumindest aber Leute zu kennen und dann immer das immer auszutraktieren. Was kann ich heute dazu lernen und um dann morgen dann auch dann motiviert weiterzumachen. Ein Beispiel zu deiner Frage noch, hätte ich noch eine kleine Anekdote, die auch relativ aktuell ist. Für die Rhein-Ruhr-Stage hier haben wir lange Zeit gesucht, dass jemand für die RC3 World uns eine Karte macht. Es hat sich keiner gefunden. Bei uns im erweiterten Bekanntenkreis sucht aber gerade jemand, der aus einer anderen Branche kommt, irgendwie einen Einstieg in die IT-Welt und der war mit World of Warcraft vertraut. Habe ich gesagt, okay, super, hättest du nicht Lust, ein kleines Projekt zu machen, wo du irgendwie was lernst? Git in dem Fall, was dir für die Zukunft weiterhelfen will, wenn du in der IT bist. Und willst du irgendwie mal so mit Maps rumhantieren, weil das hast du ja schon bei World of Warcraft gemacht. Er hat jetzt hier die RC3 World für die Bühne gebaut in den letzten 4-5 Wochen. Und wir als Bühne haben jetzt einen kleinen Bereich in der RC3 World. Aber der Bekannte hat sich damit auseinandergesetzt und er hat da viel eine Menge Spaß gehabt und hat viel Neues gelernt. Und ich glaube, man muss immer nur die Probleme so klein schneiden, dass sie auch verdaulich sind für Leute, die außen vor sind. Und das ist, dann findet man, muss man ein offenes Ohr haben und dann auch auf die Leute zugehen, weil alleine kommen sie nicht. Und das dann auch sichtbar machen, dass dann die anderen Teile, die diese Welt ausmachen, dass da dann die menschliche Vernetzung stattfindet, dass das dann nicht dann eine One-Man-Show ist, die dann im schlimmsten Fall dann auch wieder dann nur an eine Person hängt, sondern dass dann zu diesem Thema, zu diesem Bereich dann, zu den anderen Teilen, die diese Welt ausmachen, da auch dann die Menschen zusammenfinden und dann halt wieder Teams auch bilden im Idealfall. Okay, danke. Zu der, ihr habt das auch vorhin erwähnt, digitaler Tropfen Wasser digitaler Wassertropfen, wie man es auch immer gesagt hat. Da fand ich den Spruch von der Chefin vom ZKM bei einer Veranstaltung, die dort war mit Freifunk, dass Freifunk das digitale Glas Wasser ist, was man den Leuten reicht, um ihnen zu helfen. Und ich bin auch, ich glaube, jeder wird uns zustimmen, dass Wissen teilen auch ein Teil Verpflichtung ist, wenn man dieses Wissen hat. Also, wenn ihr interessiert seid, meldet euch beim nächsten, also
ihr Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, meldet euch bei den nächsten Freifunkvereinen oder digitalen Vereinen. Oder wenn ihr nichts mit Digitalen zu tun habt, tretet in Kontakt. Vielleicht findet man da eine gute Kollaboration. Und danke an euch. Natürlich nochmal danke an die ganzen Leute, die das hier möglich gemacht haben, unter anderem das Ganze übersetzt haben, untertiteln und so weiter und so fort. Gut. Thank you.